Hallo zusammen und willkommen zurück zu Vaporum Lockdown. Okay, dann wollen wir doch mal weitermachen, wo wir gestern aufgehört hatten. Ja, wir waren noch hier bei diesem Rätsel und ja, das ist erstmal die positive Nachricht, das habe ich dann doch noch gefunden. Also es war eigentlich ja klar, dass das hier irgendwo sein muss und ja, tatsächlich, ich war schon nah dran. Hier hinten ist so ein Ventilrad, sogar gar nicht mal so klein. Aber irgendwie hatte ich es halt nicht gesehen. Und das macht einfach diese Wand hier auf. Repetiergeschütz. Technik. Also man könnte sich jetzt halt auch überlegen, das hier zu nehmen. Also es hat halt nicht diese 4 Karre Reichweite. Das gefällt mir halt an diesen Zeitschinder noch so gut. Ja, von daher behalten wir das. Also das ist, denke ich, so ähnlich wie diese eine Pistole, die wir am Ende vom ersten Teil hatten. Die sich da neu nachladen kann. Theoretisch gar nicht so schlecht, aber wir haben diesmal halt auch keinen Pistolenschaden geupgradet, von daher. Und ja, das haben wir natürlich schon im Prinzip vorher geahnt. Das zerstört jetzt natürlich, das hat man ja gesehen, dass es eine gerade Linie ist. Hier hinten diese Fässer waren es, denke ich, die dort auf der Druckplatte standen. Und damit geht dann einfach die Sache hier auf. Fähigkeit. Was ist das hier? Schwere Kanone, Zweihandgewehr. Ja, interessiert uns auch nicht. Na gut. Okay. Dann sind wir natürlich mit dem Unterbereich hier natürlich durch und müssen noch mal hier hin und ja, das ist so ein bisschen der kleine, sag jetzt mal, unangenehme Part oder wie auch immer. Wir schauen uns das jetzt gleich noch mal an. Das war das mit diesen Druckplatten und so weiter. Wir hatten jetzt die Kiste schon dahingestellt. Das ist eigentlich logisch, dass es nur von da aus gehen kann. Und der Witz war dann, so, Moment, wie war das jetzt hier? Moment, können wir so weit schießen? Also, ja. Hatten wir das eigentlich schon so gemacht? Wahrscheinlich nicht. Hm. Vielleicht hätten wir es dann doch auch irgendwie so herausbekommen können. Was ich halt jetzt nochmal zeigen will. Der öffnet und schließt ja diese Plattform hier normalerweise. Okay, und ich dachte, das durfte jetzt nicht fest drauf liegen. Das ist wohl egal. Ah, es sei denn, es wäre in der falschen Reihenfolge gewesen. Hm. Naja. Das muss natürlich die Kiste hier in das Loch. Und jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher jetzt im Nachhinein. Also,
Das war das, was mir selber dann einfach nicht aufgefallen war, wie das gehen sollte. Und hier hatten wir immer dieses Gewicht drauf gehabt. Jetzt habe ich wahrscheinlich jetzt wiederum die Reihenfolge geändert. Aber im Prinzip, der Trick war, also ich musste da halt doch mal nachsehen, wie das hier geht, war beschrieben, dass man das hier quasi nicht zwangsläufig fest beschweren sollte. Ich denke, wir haben es jetzt einfach andersherum umgedreht, weil sich sonst diese Dinger nicht richtig alternaten und wir hatten natürlich immer unseren Sack da drauf gelegt. Vielleicht war es aber auch nur im falschen Moment. Also das hätte ich jetzt nicht so unbedingt genau eingesehen, wie das genau funktioniert. Jetzt sind wir einfach nur durchgelaufen und es hat jetzt funktioniert. Also ich habe es sozusagen auch noch nicht gelöst vorher. Ich habe das dann nur gelesen. Okay, mit dieser Druckplatte hier soll man nicht permanent beschweren und weil irgendwie ein Schalter hier hinten irgendwas hin und her switcht. Weil jetzt, wo wir es einfach so drüber gelaufen sind, erschien mir es jetzt eigentlich relativ simpel. Also ich habe es, wie schon gesagt, dann noch nicht gelöst gehabt. Also habe ich gedacht, okay, das reicht mir als Information. Hätten wir vielleicht jetzt auch so hinbekommen können. Das ist ein bisschen schade. Naja, was soll's. Da hinten ist auf jeden Fall einiges los. Das ist ein Geschützturm, oder was ist das? Sieht so aus, ne? Okay. Der war nicht wirklich schnell genug. Aufgestiegen sind wir auch noch. Moment, heißt das, wir können jetzt noch Schild, nee, dieses Servo aus bei jedem dritten Crit kriegen wir das ja dazu und plus 30% Genauigkeit. Das macht dann, dass ja das gibt mehr Ausweichen. Setzt alle Waffen zurück bei jedem Ausweichen. Ausweichmanöver. Also das könnte jetzt natürlich die Frage, ob das jetzt also dieses Attribut meint, dass wir beim Ausweichen das bekommen. Oder wenn wir sozusagen hin und her tänzeln und die Sachen ausweichen. Ist aber, denke ich mal, nicht so wichtig. Wir haben eine extrem schnelle Waffe, von daher nehmen wir lieber die Genauigkeit noch dazu und uns selber noch zu heilen. Das macht uns ja gleichzeitig noch defensiver, auch wenn das natürlich auch eine offensive Sache ist. Und ja, jetzt sollten wir auf jeden Fall immer treffen. Ja, selbst die Geschütztürme sind ja. Fumium-Dinger. Ja, genau. Ja, jetzt wird es bestimmt auch da oben rausgehen, ne? Ja. Ich weiß jetzt halt nicht, wie viel wirklich jetzt noch kommt, nachdem wir das jetzt haben. Wo müssen wir hin? Hier drüben hin. Da müssen wir mal die ganzen Sachen jetzt mal einpflegen. Über 50 Reparatursätze. Das haben sie schon extrem hoch gedreht, was man hier bekommt. Moment, hier war auch irgendwo dieses Becken. Samen. Okay, dann stellen wir das doch mal her. Okay, kann man sich nicht bewegen. Er geht ja auf jeden Fall recht schnell. This should keep me plenty nourished on the trip away from this hellhole. Okay. Und hier war der Aufzug, da müssen wir hin, also nach in die Richtung hier.
Ja, im Prinzip geradeaus durch. Zur Konstruktionshalle. Ja, jetzt natürlich die Frage, ob man jetzt wirklich einfach nur in das U-Boot noch reingeht. Wir sind doch in der Konstruktionshalle. Hebel. Hebel? Ach, den Hebel. Wir hatten noch keinen echten Bosskampf jetzt am Ende. Ah. You've become quite crafty with those nibbling teeth of yours, little mouse. Now, it looks like I'll have to stop you from leaving the house in a more hands-on fashion. Trust me, I'll enjoy it. Okay, also das hat man ja vermutet, dass der hier kommen wird. Oh, wir können sogar von ihnen auch Lebensenergie absaugen. Ja, aber mit dieser. Das ist doch mal ein Bild hier. Da wird bestimmt nur Phase 1 gewesen sein, aber. War ja beim ersten Teil auch so, aber. Ah, jetzt geht natürlich auch die Halle auf. Hier kommt jetzt ein Riesenroboter. A Goliath? But we never finished the prototype. How? This is entertaining. The little mouse has no idea what kind of mousetrap has been hidden right behind her tail all along. Harlan! Stop this madness! Oh, I will. Ach so, ah, natürlich muss man jetzt erstmal etwas Besonderes machen. Ah, muss man vielleicht. Ah, okay. Ich habe eine Idee. Ah, genau. Ah, okay. Ah, du bist noch nicht bereit. Einwerfen. Okay, dann geht es explizit zu diesen Dings. Das sind schon ein paar Runden, die man da drehen muss. Den Servo man braucht.
leider verschwendet. Okay, sieht doch gut aus. Ursatz einwerfen. So, jetzt draufhauen hier. Ja, ein paar HP hat er schon. Wir landen ja auch mit jedem, alle paar Crits hier, das kriegen wir jetzt ja auch HP wieder zurück. Also. Ich denke mal, da ist unser Bild einfach zu stark. Little Mouse, stop. Don't run away. The cheese you've stolen, it's poison. Dritte Runde? Are you okay? You need to come with me. The submarine can take us. Ah, there he is. I must stay, but a part of me is going with you. There's another vessel coming. No, you must come. You're not safe here. Anything could happen to you. I don't think so. Go now. Na gut, wir wissen ja, dass sie da noch da war, als ihr Vater nochmal wieder da reinkam. Sophie managed to survive all this time. She was so calm. Strangely calm. A ship. I must warn them. Let's see if I can contact them. What was that? Ja, man hat gesagt, dass sie irgendwie eine Sicherheitszone eingerichtet haben. The Gorgon. That's Marcus's ship. I've got to help these people. Some of them might still be alive. Marcus might be alive. Leave him to me. You just carry on and fulfill your purpose. No, I have to help. We have to obey. What's happening to me? To us? We are surviving. Okay, das war dann da doch ja doch schon dann das Ende. Moment, machen wir hier mal den Ton noch mit aus. Lass uns mal weiterlaufen. Ja, okay. So viel also dann zum ja zu der Vorgeschichte, wenn man so will. Also Ende tatsächlich, also ich habe jetzt gedacht Vorgeschichte, dass es wirklich Jahre früher spielt oder so, aber nein, ist tatsächlich explizit davor, wo dann im Prinzip das der zweite Teil beginnt. Marcus wird ja dann, irgendwie kommt er ja aus diesem Wasser heraus und kommt dann ja zu diesem Turm hin, wo er irgendwie ja sein Gedächtnis so ein bisschen verliert. Ja, und
Das war dann also erstmal die Sache hier soweit. Interessant, sage ich jetzt mal von der Geschichte her, dass das halt, wie schon gesagt, jetzt wirklich so kurz davor war. Und ist auch so ein bisschen interessant, weil im ersten Teil hat man ja, als man diese Tonaufzeichnungen gefunden hat, offensichtlich auch noch Sachen gefunden, die wesentlich länger her waren. Also da war ja zum Beispiel hier die Sophie zum Beispiel ja noch gar nicht geboren, teilweise als die ersten Aufzeichnungen, die wir da gelesen haben. Also ja, schon interessant, dass man das dann hier so rum gelöst hat, dass man ja da zu der Zeit anfängt. Aber im Prinzip ist es eigentlich fast nochmal fast dasselbe. Nur halte ich, sag mal, eigentlich mehr so, dass man es aus einer Sicht einer anderen Person spielt. Also er spielt kurz direkt davor, weil es ist jetzt ja nicht sonst wie in der Zeit davor gesetzt. Es ist eigentlich eine, ja, in dem Sinne eine interessante Sache, dass man das so rum gemacht hat. Ja, also das erstmal von der Sache her. Dann jetzt, Setting ist natürlich ist sicherlich sehr ähnlich wie vom ersten Teil, auch wenn natürlich, sagen wir mal so, also, also auch interessant, weil sie ja nochmal über die Pandemie reden. Wir widmen diesen Titel, diesen, ja, das ist ja auch interessant, dass man das Spiel dann so nennen muss, aber na gut. Genau. Setting natürlich eher ähnlich wie der erste Teil, macht natürlich auch Sinn. Es ist halt wieder dieser Turm, auch wenn er diesmal natürlich anders aufgebaut war. Ansonsten vom Gameplay her. Natürlich an und für sich erstmal ähnlich, so wie das aufgebaut ist, die Skills und so weiter. Klar gab es jetzt ein, zwei Sachen, die es vielleicht nochmal mehr gab mit diesen Energiewaffen und so ähnlich, aber ansonsten eigentlich so ziemlich ähnlich dem ersten Teil. Macht ja durchaus auch Sinn, ist ja auch gut gewesen, warum soll man es also ändern? Und ja, natürlich in gewisser Weise, weil das der erste Teil ja auch sagt, dass er teilweise seine Inspiration davon mit hat, von Legend of Grimrock jetzt natürlich. Wie haben die dann ihren zweiten Teil aufgebaut? Da war es natürlich klar, dass, also es war klar, aber es wäre sicherlich schwierig gewesen für Vaporum, dann das Gleiche für einen zweiten Teil zu machen. Sprich, Legend of Grimrock war ja in diesem Dungeon drin, so wie man hier jetzt halt diesen Turm im ersten Teil hatte und dann bei 2 ist man ja über so eine ganze Insel im Freien rumgelaufen und so weiter. Also das ist natürlich schon ein sehr gutes Spiel. Und ich glaube, das war natürlich hier jetzt mit dem ganzen Setting und so, wie man es so machen wollte, wahrscheinlich auch schwierig möglich gewesen, da wirklich so eine komplette Welt zusammenzubauen, wie man das so machen wollte. Also war halt die Idee, okay, schickt man den nochmal da rein. Irgendwas musste man sich jetzt einfallen lassen, weil natürlich hätte man einfach wieder sich 10, 12 neue Level bauen können, aber das wäre dann natürlich auch nicht so der Riesenfortschritt gewesen. Also kam man halt hier auf diese Lösung mit diesen, ich sag mal, ja, Metroid- oder Igavania-mäßigen Stil des Level-Designs hier. Und da muss ich sagen, das ist aus meiner Sicht wirklich eine gute Wahl gewesen. Also da kann man durchaus nicht meckern. Meine Kamera ist irgendwie verrutscht. So weit unten. Ja. So ungefähr. Ja, also das ist natürlich schon so eine Sache mit, wie man das halt so macht. Also, und das ist, denke ich mal, noch so die sinnvollste Lösung gewesen, die man einbauen konnte. Und da muss man sagen, hat man tatsächlich auch gut umgebaut, dass man halt wirklich über diese mehreren Level dort gehen musste, diese verschiedenen, ich sag mal, Teil Missionen erfüllt, um danach dann halt am Ende wieder rauszukommen. Das hat man eigentlich ganz schön umgesetzt. Also, wenn man jetzt mit Grimrock 2 vergleicht, natürlich, das hat natürlich mit dieser ganzen Oberwelt und so dann schon noch eine etwas andere Größe oder so, wie sich es anfühlt. Wobei man auch sagen muss, wenn man da dann ja, da kommt, da geht es dann, weiß ja noch, geht es in das eine Dungeon hier, in die Pyramide, dann in diesen Wald oder in diese Mine oder sowas. Und zwar musste man sich ja da am Ende auch immer irgendeinen Gegenstand rausholen, den man dann für das Ende des Spiels gebraucht hat. Aber die einzelnen Dungeons waren ja dann in sich selbst schon wie so ein bisschen geschlossen wieder. Das ist hier vielleicht sogar noch ein bisschen, ich sag mal, verwobener, diese einzelnen Level, wie die hier zusammen passen. Also zumindest teilweise. Klar gibt es auch sowas wie ein Starter-Level, wo man dann nie wieder zurück muss. Okay, na gut. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich gar nicht mal, also ich würde sagen, es ist schon in dem Sinne besser umgesetzt als,
der erste Teil, was jetzt den ersten Teil nicht schlecht macht, sondern ja, das ist doch gut, also dass man einen Fortschritt irgendwie erzielt und trotzdem sich natürlich da jetzt auch nicht zu weit irgendwie entfernt oder vielleicht ein zu großes Risiko in dem Sinne eingeht. Aber das war schon an der Stelle gut. Was gibt es jetzt noch über die Gameplay-Sache an sich zu sagen? Wir hätten natürlich, ich denke mal, locker auf schwer spielen können. Das wusste ich natürlich am Anfang nicht. Also im ersten Teil war man ja ziemlich geizig mit diesen Reparatursets und so, was man da bekommen hat. Da war es schon nicht ganz so einfach, da sage ich mal unbedingt immer, also nicht ganz so einfach am Leben zu bleiben. Ich war dann halt auch so, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich den Kampf halt 3-4 Mal, bis ich den gut drauf habe, was für mich jetzt auch kein Problem ist, aber ja, bevor wir dann am Ende so, wenn wir dann beim Bosskampf am Ende nur noch 3 Reparatursätze haben, das schaffen wir ja nie und wahrscheinlich hätte man es auch mit 5 mal so geschafft, aber gut. Und das war jetzt hier natürlich die Überlegung beim zweiten Teil. Da war man natürlich etwas großzügiger. Wir haben gesehen, wir haben schon am Anfang des Spiels wesentlich mehr Munition zum Beispiel für diese Fernkampfangriffe bekommen. Wir hatten jetzt auch mal eine Idee für ein Bild gehabt. Da ging voll auf. Wir waren am Ende eigentlich im Prinzip, kann man sagen, fast unbesiegbar gewesen. Was sicherlich auch schön ist, dass man sowas mal bauen kann. Ja, wir hatten dann so viele Reparatursätze. Also wie schon gesagt, beim Beginn des Spiels wusste ich nicht, aber wir hätten definitiv einen Schwierigkeitsgrad höher spielen können. Das hätte uns da nicht geschadet. Was ja okay ist. Also ich finde, wir normalerweise jetzt von den Kämpfen, also klar, wenn man den ersten Teil vorher schon gespielt hat, dann wird man natürlich auch besser in gewissen Sachen. Und von daher denke ich mal, die viele Gegner sind natürlich wieder ähnlich gewesen, die alte Bekannte, von daher ist man da natürlich schon ein bisschen mehr drauf eingestellt. Ist an der Stelle kann man jetzt der Sache nicht zu sehr anlasten, also man ist wahrscheinlich selber dann auch einfach besser, vor allen Dingen, wenn man es wie ich gleich Back-to-Back spielt, dann klar. Von daher würde ich das jetzt nicht so negativ sehen. Heißt natürlich, dass es jetzt die Frage ist, ist es dann auf den höchsten Schwierigkeitsgrad so leicht? Ja, keine Ahnung. Das wäre jetzt eine Frage, wenn man mal irgendwie was Herausforderndes machen will oder wenn man wirklich mal nur mit diesen Energiewaffen kämpfen will oder ähnliches, müsste man halt mal ausprobieren. Wie schon gesagt, unser defensiver Bild ging extrem gut auf. Hat mir auch gefallen. Warum denn nicht? Der andere Part des Spiels jetzt außer diesen Gegner, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ganz so extrem hinterhaltig war es dieses Mal nicht, aber okay, da wir am Ende fast unbesiegbar waren, wäre es uns wahrscheinlich auch egal gewesen. Was sind natürlich wieder die Rätsel, die waren ja im ersten Teil auch schon nicht ohne und hier haben sie, ich würde mal sagen, teilweise schon nochmal ein bisschen draufgelegt, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Kann ich jetzt natürlich auch nicht immer 1000%ig beurteilen, wie das so ist. Wenn man das erste Mal solche Sachen macht, ist es natürlich immer klar, man weiß, muss erstmal herausfinden, was wollen sie denn eigentlich von einem und so weiter und so fort. Dann kommt das vielleicht noch mit dem Streaming noch dazu, dass man ja irgendwie versucht, was Sinnvolles dazu zu sagen und naja, dann fällt natürlich die Überlegung dann meistens nicht leichter. Okay, das ist jetzt halt hier eine Besonderheit, wenn man es allein für sich spielt, hat man das Problem natürlich nicht. Ich würde schon fast sagen, dass das ein oder andere von den Rätseln, also vor allen Dingen jetzt die letzten 2-3 Etagen, die wir so hatten, also die, von den Kämpfen waren halt dann schon relativ wenig prozentual von der Zeit, die man verbracht hat. Man war halt wirklich hauptsächlich mit diesen Rätseln noch beschäftigt. Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage, ja. Wie gesagt, also es waren halt auch viele von diesen Dingen, die man unbedingt machen musste. Wo man sagen könnte, okay, also die eine oder andere Sache war schon wirklich ziemlich schwierig, das hätte man einfach für ein Secret oder so machen können, aber wir kamen eigentlich, also von den Rätseln selber, wie schon gesagt, bis auf jetzt dieses eine, was ich jetzt hier fast ganz zu Ende hatte, mit diesen, wo man diese eine Druckplatte nicht beschweren sollte, aber den Rest habe ich im Prinzip eigentlich so herausgefunden, klar, unter Umständen, wenn man es jetzt hier so überträgt, natürlich dann zwischen den Folgen mal sich schon mal ein bisschen dran probiert, so ungefähr, weil es macht ja jetzt auch keinen Sinn, wenn man da eine Stunde lang an derselben Stelle da zuschaut. Von daher würde ich mal sagen, die Möglichkeiten hätte man halt. Ja, also das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber am Ende sind wir da auch durchgekommen und hat funktioniert. Ja, und wie schon gesagt, alles andere, muss ich sagen, ist eigentlich klar eine kleine, also was heißt klein, das mit dem Levelaufbau hat mir so schon sehr gut gefallen.
Die anderen Sachen, ein paar kleine Nuancen hier, ein bisschen mehr Möglichkeiten, vielleicht vom Charakteraufbau Möglichkeit, ist okay. Da hat man kleine Verbesserungen eingebaut. Das mit dem Level-Design hat mir sehr gut gefallen. Wäre jetzt die Frage, wenn man dann wirklich einen Nachfolger macht, wo geht die Reise dann hin? Geht man dann wirklich sozusagen raus aus diesem Turm in so eine richtige Stadt, wie auch immer die dann in dieser Welt, die da spielt, aussehen müsste? Das wäre dann natürlich so ein wirklich großer Schritt. Ist natürlich die Frage, ob es dazu kommt. Bei Grimrock gab es ja auch nur zwei Teile und dann hat sich das ja erledigt gehabt. Na gut, aber das wäre erstmal dieses soweit. Ging dann heute natürlich doch relativ schnell hier. Von daher, ja, würde ich sagen, macht es aber auch keinen Sinn, das nochmal irgendwie extrem in die Länge zu ziehen. Ich habe jetzt nochmal halt ein paar abschließende Worte dazu gesagt. Wie schon gesagt, alles in allem muss ich sagen, doch eine ganz schöne Sache. Ich weiß jetzt noch nicht, also morgen wird es auf jeden Fall nichts geben. Sonntag weiß ich nicht, wahrscheinlich auch eher nicht. Oder wenn, dann irgendwas anderes. Und ja, mal schauen, nächste Woche wird dann sicherlich auch ein neues Hauptspiel kommen. Ist noch nicht tausendprozentig abgesichert, was es sein wird, aber Ideen habe ich schon. Also von daher, das werden wir uns auf jeden Fall mal ansehen. Gut. Ja, ansonsten wäre es das jetzt hier erstmal an der Stelle gewesen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, könnte man anschließend noch eine kleine Sache einbauen, aber was? Ja. Ist jetzt halt doch relativ kurz. Ja, ich denke mal, wir machen vielleicht. Ich muss mal sehen. Machen wir eine kleine Pause und legen dann noch irgendwas nach. Ja, das werde ich wahrscheinlich einfach mal machen. Aber nur gut, für diejenigen, die es sich halt auf YouTube oder so anschauen oder das Highlight später, ist das dann jetzt hier an der Stelle natürlich vorbei. Und da sage ich schon mal soweit. Bis dann und für die anderen, wir sind dann nach einer Pause gleich zurück. Also da, bis gleich.